Hier ist Ronja. Und ihr habt es wahrscheinlich schon am Titel erkannt, aber es gibt coole Neuigkeiten. Jetzt darf ich es offiziell sagen. Flo macht ja eine Tour. Viele von euch haben es auch, glaube ich, schon erraten. Er ist in Darmstadt. Ich wohne in Darmstadt. Ja. Ich bin Flo's Special Guest bei seiner Darmstadt-Stop-Tour. Yay! Wie unerwartet! Damit hätte keiner gerechnet. Außer ungefähr jeder, aber damit hätte keiner gerechnet. Es gibt für die Tour noch Tickets zu kaufen, das heißt, falls ihr noch dabei sein wollt und noch keine Tickets habt und da gerne hin möchtet, dann könnt ihr noch welche holen. Ansonsten könnt ihr es lassen. Ich wollte es nur noch mal verkünden, damit ihr auch von offizieller Seite Bescheid wisst, dass es wirklich confirmed ist. Es ist confirmed. Ich habe mit Flo eine Weile drüber geredet. Er meinte, das wäre eine coole Sache. Ich meinte, ich habe Zeit. Ja, das war ungefähr das Level an Planung, was da reingegangen ist. Und weil wir natürlich, wenn er in Darmstadt ist, auch relativ viel, ich weiß nicht, Zeit miteinander verbringen können, ist es natürlich praktisch und bietet sich natürlich auch an, vielleicht ein, zwei Videos zu filmen. Ich glaube, er kommt später nochmal her, unabhängig von der Tour. Aber für diese Situation habe ich mir gedacht, ich frage euch mal, was ihr gerne sehen würdet. Falls ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, hey, es wäre voll cool, wenn du das mit Flo aufnehmen könntest, dann wäre ich da sehr interessiert. Ich meine, wir haben schon ein paar Ideen, aber falls ihr was Cooleres habt, dann sind wir natürlich offen, das zu machen. Und ich glaube, er fragt bei sich auch nochmal, was es da so gibt, was ihr gerne sehen möchtet oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht, ich bin nicht so sehr mit Flo's Upload-Plan vertraut, tatsächlich. ungefähr das. Ich bin gespannt. Ich war noch nie bei einer Live-Tour oder bei irgendwas in der Richtung dabei und ich bin super aufgeregt, weil ich habe keine Ahnung, was ich erwarten soll. Und klar, es ist Flo's Tour, also werden da auch Leute sein, die mich wahrscheinlich nicht unbedingt kennen oder die zwar wissen, dass es mich gibt, aber die Leute sind wegen Flo, dann mache ich mir auch keine Illusionen, das ist mir schon klar. Aber ich bin trotzdem mal gespannt, also wie das so aussieht, wie so ein Auftritt abläuft und wie, ich weiß nicht, wie es ist, vor tatsächlichen Menschen zu stehen und nicht vor deiner Kamera zu Hause zu sitzen, in deinem sicheren Raum, in deinen sicheren vier Wänden, wo du, wenn du dich irgendwie verplapperst, einfach sagen kannst, haha, Bearbeitungsradio, schneid das mal kurz raus. Du bist halt da und ich bin gespannt, wie das so ist und ich bin eigentlich, glaube ich, keine Person, die so Lampenfieber oder irgendwas in die Richtung kriegt. Was ich euch aber schon mal sagen kann, in Leipzig gibt es ja auch einen Special Guest, das bin nicht ich. Ich bin nicht auch in Leipzig dabei, ich wohne nicht in der Nähe von Leipzig. Ich habe zwar Großeltern, die in der Nähe von Leipzig wohnen, aber das war's dann auch. Und da bin ich jetzt nicht unbedingt 24/7, weil die halt auch weit weg sind, okay? Leipzig ist weit weg, ich glaube, das sind wie viele Kilometer von Darmstadt aus? Ich habe keine Ahnung. Mein Geografiesinn ist wirklich schlecht. Wirklich. Also wirklich. Außerdem, unrelated, aber Fun Fact, die letzten Tage der Videos waren alle vorproduziert. Haha, weil mir im realen Leben um diese Zeit wahrscheinlich meine Wangen immer noch angeschwollen sind, weil ich... Oh Gott, wann kommt das Video jetzt raus? Ich glaube am Montag. Am Freitag meine Weisheitszähne gezogen gekriegt habe. Cool, ha? Huh? Überhaupt nicht cool. Das ist voll furchtbar. Man kann dann nicht reden. Ich meine, was ist die größte Qual für jeden Menschen ungefähr auf Erden? Oh ja, du kannst auch nicht essen. Warte, richtig. Du kannst weder essen, außer Babybrei und Püree und vielleicht Smoothie. Eigentlich ist es gar nicht so schlimm, wenn ich gerade drüber nachdenke. Aber du kannst wenig feste Nahrung zu dir nehmen und du kannst nicht reden. Und was soll denn das? Weisheitszähne? Wieso? Ich freue mich schon. Naja, das war's aber auch schon. Im Prinzip wollte ich nur kurz eine Ankündigung machen und dann sehe ich euch im nächsten Video. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Abonniert den Kanal, damit ihr keine Videos mehr verpasst und drückt einen Daumen hoch, weil mich das freut. Bitte. Schreibt mal unbedingt in die Kommentare, ob ihr auf der Tour dabei seid und was Flo und ich machen sollen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.